Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum dritten Teil von Day of the Tentacle. Schön, dass ihr immer noch dabei seid und ja, wir müssen immer noch unsere beiden Freunde retten, die in Vergangenheit und Zukunft gefangen sind. Ja, weiter geht's. So, was haben wir hier Schönes in diesem Raum? Kaffeekanne. Die nehmen wir direkt mal mit, und zwar alle beide. Ah, die andere nehmen wir auch mit. Komm. So, was haben wir hier noch? Die Gabel, die nehmen wir auch mit. Eine Mikrowelle, können wir die benutzen? Oder öffnen? Besser nicht. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Okay. Waschmaschine. Trockner. Aber irgendwie nichts, was wir mitnehmen können. Ich schätze mal, dass wir später nochmal in den Raum hier zurückkommen. Und da sind wir wieder in der Haupthalle, wo alles gestartet hat. So, was haben wir hier? Ein Kaugummi. Den nehmen wir doch mal direkt mit. Es klebt am Boden fest. Ein Kaugummi mit einem Groschen dran. Ah, okay. Okay, wir können diesen Kaugummi nicht mitnehmen. Noch nicht. Ich wette mit euch, dass das später noch kommt. Toter Cousin Ted. Ah, okay. Hey, Ted. Gesprächig wie immer, was, Ted? Junge, ich hab dich seit 5 Jahren nicht gesehen. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Okay, mit dem zu reden... Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Mit dem zu reden bringt nichts, denn der ist so tot, dass der nicht redet. So, Briefkasten. Bestimmt was Schönes drin für uns. Komm, öffnen wir mal den Briefkasten. Er ist leer. Na toll. Gehen wir weiter. Ein Mann mit Skimaske. Ja, logischerweise. Ganz logisch. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Alles klar, ein Autodieb. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Ob Bernhard so doof ist und ihm das glaubt? Hier, vielleicht sind das deine Schlüssel. Wo? Gib her! Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Mist. Okay, alles Vielleicht klar. Dieser. Also, wir haben ihm jetzt Schlüssel gegeben und er hat uns dafür seine Brechstange gegeben. Alles klar, okay. Ich habe euch ja gesagt, Freunde, das Spiel ist lustig, verrückt und sehr sinnfrei. Und ich wette, mit dieser Brechstange können wir jetzt den Kaugummi vom Boden abkratzen. So, was haben wir jetzt bekommen? Ein Kaugummi mit einem Groschen drin. Oh, jetzt haben wir noch Geld bekommen. Cool. So, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir eine Runde gegangen. Ja, in dem Waschmaschinenraum ist sicherlich noch irgendwas, aber ich glaube im Moment...
Moment können wir da nicht viel tun. Ich gehe trotzdem mal eine Runde. Irgendwas müssen wir ja machen. Ich habe eine Idee. Wir nehmen jetzt mal die Brechstange und versuchen den Kaugummiautomaten damit zu knacken. Geld! Geld regiert die Welt. Oh, 1977. Viel, viel später. Ja, jetzt haben wir echt das ganze Geld mitgenommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Gehen wir nochmal in den Raum, wo wir schon waren. Und ich dachte, Plastikleucht im Dunkeln wäre eine gute Idee. Nee, hier ist, tut sich immer noch nichts. Tut sich hier mittlerweile was? Hier ist Grün immer noch drin und sagt nichts. Aber irgendwas muss hier, irgendwas war hier. Da habe ich irgendwas übersehen in dem anderen Raum. Ich weiß nicht, was an der explodierenden Katzenschüssel falsch war. Weiß ich auch nicht so genau. Wir haben doch gerade diesen Kaugummi bekommen. Können wir den irgendwie benutzen? Oder das Geld? Okay, wir haben jetzt separat den Kaugummi und die Münzen. Besser nicht. Okay. Besser nicht. Okay, gehen wir wieder. Ich bin gerade ein bisschen hilflos. Ach komm, sag mal hier. Massagefinger-Zahlschlitz. Ah! Hier können wir sicherlich Groschen einwerfen. Reicht noch nicht. Okay. Nimmt nur Groschen. Okay, kommen wir denn jetzt an den Pulli ran, den wir uns gerade nicht nehmen konnten?
Jetzt komme ich fast dran, aber der Dicke liegt noch drauf. Noch ein Grosch. Ah. Dann dasselbe Spiel nochmal. Ah, jetzt können wir uns den Pulli nehmen. Bäh, tropfnass. Ja, die Vorstellung ist wirklich ekelhaft. Okay, gehen wir wieder. So, als nächstes, meine lieben Freunde, kann ich euch sagen, dass wir in den Raum mit der Waschmaschine müssen. Der nochmal wo zu finden war. Wo war der nochmal? Jetzt der Raum mit der Waschmaschine. Ah, hier. So, also, dann werden wir diesen Pulli mal direkt in die Waschmaschine stecken. Wenn das funktioniert. So, so. Noch ein Schrank. Genau, da ist ein Trichter drin, den müssen wir auch mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Nee, kannst du nicht? So. Ja, ich kann mich durchaus erinnern. Aber es ist nicht so, dass ich das Spiel seit 1993 nie mehr gespielt habe. Ne? Aber ich weiß halt nicht mehr alles. Aber einiges weiß ich doch noch. So. Ne, ich glaube, mir ist jetzt hier nicht. Oder? Gibt es irgendwas im Inventar, was wir noch benutzen können? Außer Plastikkotze. Der Hamster, ey, der sagt kein Wort. So, ne, mehr haben wir nicht. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Ich weiß jetzt nicht, wie wir den Trockner, also die Waschmaschine irgendwie anstellen können, aber das werden wir sicherlich noch rauskriegen. So, ich glaube, jetzt müssen wir wieder zurück zu dem Geheimlabor von dem Professor. Tentakel hilft, Smark zurück. Bürgermeister gratuliert Purpur. Hä? Purpur ist doch der Böse. Okay.
Popo ist doch der Böse. Wieso wird er jetzt hier als Held gefeiert? Ach nee, muss man nicht durch die Uhr durchgehen, um ins Labor zu kommen? Ich glaube, auf normalen Weg kommst du da gar nicht rein, oder? Ah, Leute, ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her. Ah ja, genau. Zu tun. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Okay. Wir müssen da hoch, ihr Lieben. Nee, müssen wir nicht. Ah, wir müssen irgendwas aus dem Labor holen. Schwarze Brett haben wir uns schon angeguckt, aber... Ich komme jetzt hier gerade nicht weiter. Sicher, dass wir hier irgendwas im Labor machen müssen. Irgendwas liegt hier, eine Formel oder irgendwas, keine Ahnung. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade so ein bisschen blöd hier rumlaufe, aber ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß es nicht, hier muss irgendeine Notiz, glaube ich, war das. Ein Zettel, aber war das hier in dem Labor oder war das woanders? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, bevor ihr euch zu Tode langweilt, weil ich stehe hier gerade echt auf dem Schlauch. Wir haben eh die 20 Minuten wieder erreicht, beenden wir das und bevor der nächste Teil hochlädt, weiß ich, wie es weitergeht. Also, ich freue mich nach wie vor über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.